Okay. Class Tuning, 4. September. Was sind die Changes? Frostdeath Knight, reduced 6%. Nicht im PvP, nicht im PvP, Icy Torrent. Balance Druid. Nerf. Nerf. Star Search Damage, increase. Starfall Damage. Nice. Mehr Farming. Geil. Feral. Blood Talents and Lion Strength now also increase damage of Rampant Ferocity. Okay, Evoker, da haben wir sowieso keine Ahnung von. Damage of all spells and abilities increased by 6%. Aha. Firestorm Damage auch gebufft. Geil. Flame Shaper increased by 30%. Hunter, also jetzt wird's interessant. Pack Leader. Naja, gut. Hand Damage Increase für Beastmaster. Damage Increased 10% für Survival. Das ist sehr schön. Hall of the Pack. 5% war 3. Ja gut, das sind alles so kleine Anpassungen. Furious Assault Damage. Bonus Increased to 60%. For Survival was 30%. Sehr gut. Ich weiß nur noch nicht, welcher Spell das ist. Muss ich gleich mal gucken. Call of the Herd Damage. Ich glaube, das spielte man aber nicht. Ich glaube, man spielt eher das hier, ne? Das ist eins von den Hero Talents. Pack Leader, ja. Das, ja, macht schon Sinn. So. Living Bomb Damage. Oh nein. Ich dachte, das wäre vorbei. Pyroblast, Fire Strike Damage. Okay, wir sehen die ganze Zeit dann wieder Mastery Fire Mages rumlaufen. Das ist auch in Ordnung. Frostbolt Damage increased by 25% for Fire. Okay, ja gut, das ist ja egal. Frost Fireball Damage, okay. Sun Fury can no longer be doubled, dipped by spell queuing. Okay. Retri. Not anti mastery rating, no brain. Okay, auch ein Nerf für die Mastery. Und Holy Spell Damage increased. Disziplin! Power Shield Absorption by 40%. Okay. Aber nicht im PvP. Das ist gut. Atonement Healing. Outside of a Raid, 100%. Okay. Das hat aber keinen Einfluss auf PvP. Das ist gut. Fixed an issue where Atonement Critical Healing was not increased by the correct amount of outside of the raid. Shadow World Pain and Purge of the Wicked Damage increased by 20%. Ele. Da will ich jetzt aber. Da fehlt eine 0. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. All Damage reduced by 60% soll das normalerweise heißen. Ich habe auch schon im Blizzard Forum gelesen, dass die das noch ändern werden in dem Text. Stormbringer, now deals 65% of the damage, was 50. Hier fehlt auch noch, haben die auch vergessen, weil dieses does not apply to a PvP, das muss hier auch noch hinter. Tempest now deals reduced damage beyond 5 targets. Okay, das interessiert uns nicht. Enhancement, all damage reduced by 4%. Ja, finde ich gerechtfertigt. Ist auch in Ordnung. Elemental Blast increased by 1,2% müsste da stehen normalerweise. Also man sieht auch schon, die sind nicht so akkurat mit ihren Ausformulierungen hier auf dieser Seite bei Wowhead. Aber ich denke mal, also wir wissen ja alle, was das bedeutet. Ne? Das ist sehr klar, das kann man sich ja denken. So, PvP, Druid, Rip Damage increased by 50% in PvP Combat. Rake Damage increased by 15% in PvP Combat. Da wird sich Snoopy freuen. Scheiße. Der hat auch gut reingehauen. In den Shuffle Wargames, die wir gespielt haben, war schon big, was der da an Schaden gemacht hat. Kam zwar nicht an Affliction ran, aber war strong auf jeden Fall. Icelands Damage increased by 45% in PvP Combat for 75. Also ein Nerf, finden wir sehr schön.
Monk, Master of Harmony. Manifestation is now 50% effective in PvP Combat. Ja. Das ist auch richtig. Chi-Burst Damage reduced by 30% for Broom. Okay. Broommaster hoffen wir, sehen wir sehr, sehr selten. Peace Weaver now reduces the cooldown of Arrival by 33% was 50. Schön, das gefällt mir auch sehr gut. Life Cocoon, ja, gut, 30%. Komm, wir haben sowieso immer bei Life Cocoon geswappt, also ist das auch vollkommen in Ordnung. Enveloping Mist can no longer be dispelled. Keine Ahnung, was war das für ein Spell? I don't know. War das dieses Ding, was man so platziert, das mehr Heilung kriegt? Ich glaube das. Holy Prayer of the Mending. Healing increased by 65% in PvP Combat. Oh yes. Junge, wenn die Season anfängt, dann werden wir so Twos durchpushen. Das wird Ziggo. Enhancement. Lava Lash Damage. Increased by 60% in PvP Combat. Das muss ein Fehler. Decreased müsste da stehen. Also wieder ein Fehler von der Seite. Das ist, das werden die wahrscheinlich noch ändern, ne? Ist gerade frisch, der Post. Storm Strike and Wind Strike Damage increased by 60%. Auch verschrieben hier. Also ich glaube, die kopieren die Wörter, also die kopieren das einmal oben und fügen das dann ein, damit die das nicht ausschreiben müssen. Haben dann vergessen, das in ein D umzuwandeln, ne? Wind Fury Attack Damage increased by, genau derselbe Fehler hier, ne? Dreimal das Falsche geschrieben, aber wir wissen ja, dass das Decreased heißen soll. Und so. Warrior. Thunderous Raw Damage reduced by 15% in PvP Combat. Yup, das ist richtig. Arms. Auto Attack Damage no longer decreases by additional 12% in PvP Combat. Ja, juckt nicht. Odin's Fury Damage reduced by 20%. Also es sind sehr gute Changes, die wir hier sehen. Die spielen uns richtig in die Karten. Ich habe hier nichts von Lock gelesen. Wir spielen ja Lock auch. Das ist sehr gut. Hunter. Also man muss ganz klar sagen, also Survival hätte hier auf jeden Fall noch drin sein müssen, dass da Mungus Bite um 100% erhöht worden ist. Haben sie wahrscheinlich vergessen bei dem Patch. Vielleicht ändern die Notes noch vom Mittwoch, aber das kommt bestimmt auch noch rein. Also da sehe ich mich. Ja, sehr gut. Also im Endeffekt sehr schöne Class-Changes, die wir hier gesehen haben. Dann werden wir mal gucken, was die Season uns so vor die Tür legt, ne? Sehr gut.